Hallo ihr Lieben, Alex von Mackie hier. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Wir machen heute einen kleinen Zeitsprung und schauen uns die Nachrichten aus dem Jahr 2027 an. In der Hauptsache dreht es sich um eine Entscheidung, die schon heute getroffen wird, nämlich um die Legalisierung von Cannabis, im Volksmund auch Gras genannt. Und was das für Auswirkungen in der Zukunft hat, das werden wir gleich sehen. Ich wünsche euch dafür viel Spaß, gute Unterhaltung. Und los geht's. Herzlich willkommen zu den Fake News vom 6. November 2027. Rom, Vatikanstaat. Angela Merkel ist der ersten Frau in das Papstamt gewählt worden und nennt sich jetzt Innocentia. Die Wahl Merkels wurde möglich, weil sie schon im Laufe ihres Lebens unfehlbar war und niemals eine Fehlentscheidung getroffen hat. New York. Auch das Amt des UNO-Generalsekretärs ist neu besetzt worden. Und zwar ebenfalls mit einer Deutschen. Es handelt sich hierbei um Ursula von der Leyen. Nobulanien. Der Angriffskrieg von Lakatistan gegen Nobulanien eskaliert immer mehr. Als Konsequenz kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz an, künftig kein Gras mehr aus Lakatien zu beziehen. Da Deutschland aber momentan immer noch abhängig ist von den Graslieferungen aus Lakatistan, werden diese noch geraume Zeit weitergeführt. Bis vor wenigen Jahren war noch Marokko der Hauptproduzent von Gras, bevor das Gras legalisiert wurde und dann aus Lakatistan eingeführt wurde, da man von Marokko unabhängig werden wollte und Lakatistan auch günstigere Preise für das Gras anbot. Nun planen Bundeskanzler Merz und Vizekanzler Hofreiter eine Reise nach Marokko, nun doch wieder von dort das Gras zu beziehen, solange man noch nicht endgültig vom Gras aussteigen könnte. Um den Ausstieg aus dem Gras bewerkstelligen zu können, sucht man nach alternativen Rauschmitteln. So ist auch eine Reise nach Kolumbien geplant, um dort mit den Erzeugern von Kokain ins Geschäft zu kommen. Lakatistan droht entgegen Deutschland den Grashahn abzudrehen, sollte man weiterhin auf Sanktionen gegen das Land bestehen. Durch diese Turbulenzen am Grasmarkt ist der Graspreis an den internationalen Börsen in die Höhe gestiegen, so dass es für viele Deutsche inzwischen unerschwinglich zu werden scheint. Die Bundesregierung plant somit einen Graspreisdeckel, um die ausufernden Kosten im Rahmen zu halten. Berlin. Ex-Gesundheitsminister Klabauterbach feiert ein Jubiläum. Er warnt vor der 100. C-Welle. Leider sind die Wände seiner Gummizelle so dick gepolstert, dass es keiner hört. Zum Wetter. Wie das Wetter morgen wird, hat die Bundesregierung noch nicht entschieden. Kurzfristige Änderungen sind also zu erwarten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.